Und wenn ich den Oktober einfach sehe mit den massiven Spielen, die wir haben, erstmal jetzt angefangen Düsseldorf, KSC, Pokal, Gladbach, dann warum auch immer, zwei Tage später dann gegen Kiel, das ist schon eine Massivität, wo wir mit Sicherheit alle Mann gebrauchen werden, beziehungsweise wo ich mich auch darauf freue, dass ich sie gebrauchen muss, weil ich die Jungs eben halt auch belohnen möchte, dass sie spielen und dass sie sich dann selbst auch belohnen mit einer guten Leistung. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist einfach auch die Tatsache, dass ich wirklich ein tausendprozentiges Vertrauen in meine Mannschaft, meine Spieler habe, weil sie auch wissen, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen sich menschlich zeigen, sie müssen keine Maschinen sein. Das Einzige, was ich von ihnen erwarte, ist, dass sie wirklich ihr Herz auf den Platz lassen. Das ist das Einzige. Und das müssen sie immer sichtbar zeigen. Das sehe ich im Training. Und deswegen bin ich da zumindest jetzt erstmal entspannt. Ich weiß aber auch, dass die Anspannung größer wird, je näher das Spiel kommt. Und wenn der Spieltag dann da ist, bin ich auch froh, wenn angepfiffen ist, weil dann ist all das, was man vorher besprochen hat, dann auch spielt dann keine Rolle mehr, weil die Jungs müssen es dann zeigen. Mit uns, mit dem Trainerstab zusammen, dass wir so ein Spiel wie in Paderborn einfach auch gemeinsam gewinnen. Das sind einzelne Jungs auf dem Platz, aber dann, glaube ich, sind es auch wir draußen, die viel in Paderborn im Trainerteam halt auch besprochen haben, neu reguliert haben, umgesetzt haben, um das Spiel eben halt dann auch, um so einen Zugriff zu bekommen. Und deswegen, lass es uns anpfeifen.